Herzlich willkommen zu Teil 68 der Reihe über Matrizen. Wir sprechen heute ein weiteres Anwendungsbeispiel an, nämlich Markov-Ketten und Übergangsmatrizen. Eine Markov-Kette ist ein stochastischer Prozess, also ein Prozess, der mit Wahrscheinlichkeiten zu tun hat, mit Zufall zu tun hat. Und in einer Markov-Kette gibt es mehrere Zustände, die durch Übergangswahrscheinlichkeiten ineinander übergehen können oder auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verbleibt man im aktuellen Zustand. Und das charakteristische Merkmal von Markov-Ketten ist, dass die Übergangswahrscheinlichkeiten nur vom aktuellen Zustand abhängen, nicht aber von früheren Zuständen. Das nennt man die Gedächtnislosigkeit der Markov-Kette. Wir erläutern das an einem anschaulichen Beispiel. Tom hat Schulferien und beschäftigt sich an einem beliebigen Ferientag mit einem seiner drei Hobbys, Lesen, Zocken oder Fußballspielen. Wir nehmen vereinfachend an, dass er genau drei Hobbys hat und an jedem Tag nur genau eines davon ausübt. Und wenn er sich heute also mit Hobby X beschäftigt, dann beschäftigt er sich morgen mit Wahrscheinlichkeit P, X, Y mit Hobby Y. Hier grafisch dargestellt, wenn er zum Beispiel heute liest, dann wird er mit Wahrscheinlichkeit ein Drittel morgen auch lesen. Mit Wahrscheinlichkeit ein Drittel wird er morgen zocken und mit Wahrscheinlichkeit ein Drittel wird er morgen Fußball spielen. Das sind die roten Pfeile, die von dem Lesen ausgehen. Wenn er heute zockt, dann wird er mit Wahrscheinlichkeit 1/2 morgen lesen. Mit Wahrscheinlichkeit 1/4 morgen auch zocken und mit Wahrscheinlichkeit 1/4 morgen Fußball spielen. Und wenn er heute Fußball spielt, dann wird er morgen ganz sicher nicht lesen. Die Wahrscheinlichkeit ist 0 und die Wahrscheinlichkeit, dass er morgen zockt, ist 2/3. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er morgen auch Fußball spielt, die soll 1/3 sein in diesem Beispiel. Die Summe der Pfeile einer Farbe, die von einem Kreis ausgehen, ist also immer 1. Das heißt, das bedeutet, irgendeins von den drei Sachen wird er auf jeden Fall tun. Wir schreiben das Ganze jetzt in eine Matrixform, und zwar jetzt zeilenweise. In der letzten Folge beim Google PageRank hatten wir das spaltenweise. Hier machen wir das zeilenweise. Die Zeilensumme ist immer 1. Also die erste Zeile ist sozusagen das Hobby 1, also Lesen. Die zweite war Zocken. Und die dritte war Fußball. Und das sind die Übergangswahrscheinlichkeiten von Lesen in der ersten Zeile zu den anderen drei Sachen, die sind gleich wahrscheinlich in unserem Beispiel. Das sind die Übergangswahrscheinlichkeiten von Zocken, hier zu Lesen, hier zu nochmal Zocken und hier zu Fußball. Und das sind die Übergangswahrscheinlichkeiten von Fußball zu Lesen, Zocken und nochmal Fußball. Die Zeilensumme ist also immer 1 und deshalb ist diese Matrix zeilenstochastisch, wie man das nennt. Und außerdem, das hatte ich schon erwähnt, übt Tom mit Wahrscheinlichkeit 100% morgen eines seiner drei Hobbys aus. Das ist genau die Bedeutung dieser Zeilensumme 1. Jetzt kann man mit einem beliebigen Startvektor beginnen, zum Beispiel heute am ersten Ferientag. Wird Tom mit 50% Wahrscheinlichkeit lesen, 50% Wahrscheinlichkeit zocken und mit 0% Wahrscheinlichkeit Fußball spielen. Und dann kann man die Übergangsmatrix anwenden. Also multiplizieren letzten Endes mit diesem Vektor und da kommt ein anderer Vektor heraus, in dem Fall mit den Komponenten 1/3, 3/8 und 1/3. Und den kann man auch normieren, sodass die Summe 1 ist der Elemente. Dann teilt man ihn durch die Summe der Elemente. Das ist also nicht die euklidische Länge, die wir schon mal besprochen hatten, sondern einfach die Summe der Elemente. Und dann bekommt man diese Elemente heraus. Und das sind die relativen Wahrscheinlichkeiten, dass Tom morgen jeweils eins seiner drei Hobbys ausübt. Die verhalten sich also, wie man sieht, denn Nenner ist immer gleich. Das heißt, das Verhältnis der Zähler ist 8:9:8. Das heißt, wenn er mit dem Startvektor reingeht, heute jeweils gleiche Wahrscheinlichkeit lesen und zocken und auf keinen Fall Fußball, dann wird er morgen am wahrscheinlichsten zocken, aber das ist auch nur etwas wahrscheinlicher. Nahezu sind die drei Dinge gleich wahrscheinlich. Wenn man jetzt zum Beispiel wissen will, was Tom am letzten Ferientag tut, wir wollen mal annehmen, dass das 45 Tage in der Zukunft ist, dann könnte man beispielsweise a hoch 45 berechnen, also diese 45 Tagesübergänge berechnen, eigentlich auch 44, und das auf den Startvektor anwenden. Aber man kann das auch sozusagen eleganter machen. Man kann das nämlich als Eigenwertproblem betrachten und wir fragen uns, ob sich ein stationärer Zustand einstellt. Also nach unendlich langer Zeit, wir lassen also die Potenz gegen unendlich gehen, was natürlich in der Praxis eine Näherung ist. Die Ferien sind nicht unendlich lang, wahrscheinlich zum Leidwesen der Schüler. Aber man kann im Grenzfall, dass wir nach unendlich langer Zeit gucken, ist das Ganze ein Eigenwertproblem, beziehungsweise ein Eigenvektorproblem zum Eigenwert 1.
Und mit den Methoden, die wir vorgestellt haben in dieser Reihe, ergibt sich dann, dass zum Eigenwert Lambda gleich 1 in diesem konkreten Beispiel sich dieser Eigenvektor ergibt. Das heißt, wenn er mit einem beliebigen Startvektor, und das ist jetzt der Punkt, der Startvektor ist jetzt egal mit was er da reingeht am ersten Ferientag, am Ende der Ferien, nach langer Zeit, im Grenzfall, dass die Ferien unendlich lang sind, wird Tom mit 40% Wahrscheinlichkeit am letzten Ferientag zocken und mit jeweils 30% Wahrscheinlichkeit am letzten Ferientag lesen oder Fußball spielen. Also das heißt, die Eigenwerte von die Eigenvektoren, insbesondere von solchen Markov-Ketten, von den Übergangsmatrizen, den Markov-Ketten, die geben uns Informationen darüber, was im Grenzfall passiert nach langer Zeit, was die stationären Zustände des jeweiligen Problems sind. Das war das Anwendungsbeispiel der Markov-Ketten und in der nächsten Folge sprechen wir über korrelierte Zufallsgrößen im Zusammenhang mit Value at Risk. Vielen Dank.